Guten Tag. Guten Tag, Cunningham vom LSPD. Wer sind Sie? Ich bin Ihr Vorgesetzter, Spezialeinheit. Spezialeinheit, okay. Ja, zwei Geschnopfte, 5,0 und 3 Raffaello. In deiner Stadt würden G's auch für Sporthosen morden. Mr. Riley auf Streifen. Der einzige Dorfkopf, der immer was zu tun hat. Ein Blick. I'm on a mission. Officer Riley auf Streifen. Hola. Guten Tag. Ich habe von da vorne beobachtet, wie Sie die ganze Zeit hier hoch und runter laufen. Ist alles in Ordnung? Ja, sehe ich. Ein bisschen Langeweile. Langeweile. Ja, sehe ich. Warte drauf, dass ein paar Freunde von mir die aufwachen. Und deswegen stellen Sie Ihr Fahrzeug hier einfach hin. Hört doch keinen, oder? Ja, selbstverständlich, mich stört das. Ja, okay, ich kann auch die Fahrzeuge umparken, ist die keine. Das ist verkehrswidrig abgestellt, oder sehen Sie hier, dass hier irgendwo eine Haltemarkierung irgendwo ist? Verstehe Sie so schlecht. Wie bitte? Sehen Sie, dass hier irgendwo eine Haltemarkierung irgendwo hier ist? Oh. Da sehen Sie, wenn hier keine Haltemarkierung irgendwo hier ist, dann heißt es, dass Sie Ihr Fahrzeug hier auch nicht halten dürfen. Und wenn hier keine Haltemarkierung ist, dann dürfen Sie auch schon gar nicht hier parken. Okay, gut, dann weiß ich dir Bescheid. Sie sind Verbrecher, Sie müssen jetzt ins Gefängnis. Das glaube ich wohl dir kaum. Ja, bin ich hier der Officer oder Sie? Also, dass ich dafür in die Gefängnis gehen muss, ich glaube eher die weniger. Sie glauben nicht, dass ich Sie in das Gefängnis reinstecke, wenn Sie ein Verbrecher sind, der Verkehrswidrigkeiten macht. Was habe ich denn für eine Verkehrswidrigkeit gemeint? Ich hatte nur kurz mein Auto hier abgestellt, wollte kurz ein bisschen laufen. Zeigen Sie mir mal Ihren Personalausweis, bitte. So, zeigen Sie mir mal Ihren Personalausweis, bitte. Hab ich doch schon. Sie haben keinen Personalausweis dabei. Ja, so, super, den behalte ich einmal. Zeigen Sie mir mal Ihren Personalausweis, bitte. Sie haben schon meine Personalausweise. Echt? Nee. Ich glaube aber nicht, dann zeigen Sie mir, Sie haben keinen Personalausweis dabei. Sie sind als Bürger des Staates verpflichtet, sich auszuweisen bezüglich der Ausweispflicht. Wenn Sie keinen Personalausweis dabei haben, dann kommen Sie in das Gefängnis, weil Sie ohne Personalausweis unterwegs sind. Sie haben meine Personalausweis. Und Sie haben keine Beweise, jo? Sie halten ihn in der Hand. Ja, jetzt ist er in der Hosentasche. Zeigen Sie mir mal Ihren Personalausweis. Den hat ein Officer. Was? Den hat eine Polizist. Ah, das kann natürlich jeder sagen. Solange bis Sie in der Lage sind, mir Ihren Personalausweis vorzuzeigen, werde ich Sie in Gewahrsam nehmen und in das Gefängnis stecken. Eine Sekunde. Nee, nicht eine Sekunde. Bleib mal hier, Homeboy. Ansonsten werde ich hier Gebrauch von meinem Gerät machen, welches Sie unter Strom setzt. Das ist die letzte Warnung. Gulag. So, jetzt die Hände hinter den Kopf. Flughafen. Sehr ziemlich zügig. Telefon auflegen und die Hände hinter den Kopf, jo. Kann ich machen. Au. Das ist Widersetzung von der Anweisung von einem Officer. Aua. Gut, den Dispatch, den Sie geschrieben haben, bin ich schon angefahren. Kein Problem, bin schon da. Was soll das? Aua! Was soll was? Ich gebe Ihnen eine Officer-Anweisung und Sie widersetzen sich dieser. Ob Sie mich die verarschen wollen? Sie behaupten, dass ich keine Personalausweis dabei habe, obwohl Sie in meine Hosentasche gesteckt haben. Wollen Sie mich verarschen? Na, dann zeigen Sie doch mal den Personalausweis. Wie denn, wenn Sie den in der Hosentasche haben? Achso, also haben Sie keinen Personalausweis. Haben Sie nicht eben gerade gesagt, dass ich Sie nicht in den Knast stecke? Ich glaube doch, dass das so ist, wenn Sie ein Verbrecher sind. Wieso bin ich eine Verbrecher? Nur weil Sie meine Personalausweise in Ihre Hosentasche gesteckt haben? Nee, weil Sie dort parken, obwohl das kein Parkplatz ist. Und das ist jetzt eine so schwerwiegende Verbrechen. Hier gibt es Menschen, die töten Menschen. Also von daher entspannen Sie sich mal. Ich habe gar nicht gesagt, dass das Verbrechen so schwerwiegend ist. Aber ich habe gesagt, ich stecke Sie ins Gefängnis. Und Sie haben gesagt, nee, ja, sonst wollte ich Ihnen zeigen, dass ich Sie doch in das Gefängnis stecke. Wollen Sie ein Hackfleischbällchen? Oh, aber danke. So, Fahrzeugpapiere würde ich gerne sehen. Gut. Das nachweislich ist das Fahrzeug von Ihnen. Wie verbleiben wir denn jetzt? Ich würde behaupten, Sie geben ihm meine ganzen Papiere wieder und würden aufhören zu behaupten, dass ich Ihnen meine Papiere nicht geben kann. Hallo, Kollegin. Guten Tag. Hola. Wer sind Sie? So, also. Es geht sich um folgenden Sachverhalt. Der Herr läuft die ganze Zeit wie ein aufgestochenes Huhn von oben nach unten. Und dann wollte ich herausfinden, ob alles in Ordnung ist.
aber ist alles in Ordnung. Der hat nur Langeweile. Dass, dass ich und keine Papiere hätte, obwohl das sie alle in der Hosentasche haben. Stellt sein Fahrzeug dahin. So, der Herr, dann belasten wir es hierbei bei einer Verwarnung. Hier haben Sie einmal Ihren Führerschein, Ihr Fahrzeugpapier und Ihren Personalausweis. Beim nächsten Mal stellen Sie Ihr Fahrzeug in eine Parkbucht. Dankeschön. Schönen Tag noch. Wünsche ich Ihnen ebenfalls. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Herr? Guten Tag. Guten Tag, Cunningham vom LSPD. Wer sind Sie? Ich bin Ihr Vorgesetzter, Spezialeinheit. Spezialeinheit, okay. Ja. Haben Sie denn einmal einen Dienstausweis für mich? Ja, selbstverständlich, wenn Sie mir den wieder zurückgeben, nicht, dass Sie mir den hier, ne? Und dann auf einmal haben Sie zwei und dann geben Sie sich als zwei Officer aus. Das könnte ich nicht akzeptieren. Naja, Sie haben denselben Rang wie ich, also vorgesetzt eher weniger. Naja, aber ich bin Spezialeinheit. Okay, bitteschön. Erstmal wieder den Dienstausweis. Dankeschön. Wie ist Ihr Name? Ich bin die Frau Cunningham. Cunningham. Ich kann Ihnen auch gerne mal meinen zeigen. Das ist schwer auszusprechen. Bitteschön. Cunningham. Ah, ja. Katharina. Ja. Ja, hier. Gebe ich Ihnen auch wieder zurück. Kann das zufälligerweise sein, dass Sie lange nicht im Dienst waren? Nee, das kann ich. Also, Sie meinen, weil das ein bisschen warm um den Hals ist, möglicherweise. Zum einen das und zum anderen, weil sie eine silberne Marke haben. Ja, also, gucken Sie mal. Also, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also, passen Sie auf. Okay, ich glaube, die Tatsachen verdrehen bringt überhaupt nichts. Am besten die Wahrheit. Ich habe einen Entzug gemacht. Okay. Und das ist jetzt soweit alles vorbei, oder? Ja, das ist alles vorbei. Ich bin weg von den Raffaello. Okay, dann würde ich jetzt dann Ihr Fahrrad? Oh, das ist mein Fahrrad. Ja, damit wollte ich gerade zum Präsidium hinfahren. Dann machen wir das jetzt so, dann schauen Sie einmal, dass das Fahrzeug geben Sie es am besten in den Garagenwert oder so. Und dann fahren wir erstmal zum BD und schauen wir, dass eine neue Uniform bekommen. Nehmen Sie mich mit zum Präsidium. Das machen wir. Tür ist offen. Ja, das habe ich gemerkt. Herr Riley. Ja, richtig. So. Aber Sie dürfen mich auch Olaf nennen. Mit 2 O. Officer Olaf. Okay, Olaf, wenn ich mal fragen dürfte, Entzug, wo hast du den dann gemacht? Na, zu Hause, mein Mitbewohner, mit dem habe ich den zusammen gemacht, mit meinem Homeboy. Hier in Los Andes, oder? Ja, wir sind uns einig gewesen, dass mit dem Raffaello-Konsum irgendwie, wissen Sie, ich bin aufgestanden, ne? Und dann, ja? Dann habe ich erstmal ein klassisches Frühstück zu mir genommen. 2 Gestopfte, ein 5,0 und 3 Raffaello. Sind Sie Leitstelle? Momentan ja. Sind aber auch noch nicht sehr viele Kollegen im Dienst. Das bin ich gewohnt. Gewohnt? Ja, ich mag viele von den Kollegen sowieso nicht. Was haben die Ihnen denn angetan? Die haben mich mal gemobbt. Aber es ist schon lange her. Wollen Sie darüber reden, oder? Naja, ich hieß nicht immer Riley. Damals? Matzkowski. Matzkowski, okay. Ja. Auf dem Nachnamen haben die dann sich drüber lustig gemacht? Nee, ich hab dann damals extra die Ralf geheiratet, damit ich einen anderen Nachnamen habe. Okay. Und aber die Ralf ist tot, da hat sich einer draufgesetzt. Aber ja, gut, das ist eine ganz, ganz lange andere Geschichte. Mein Beileid. Ja, danke. Haben Sie denn ein Funkgerät oder? Ja, alles drin, nur im Spind. Ich bin da eben gerade erst, ich muss da erst mal meinen Schal ausziehen und so. Okay, dann schauen Sie auch mal, vielleicht haben Sie auch schon die neue Uniformslieferung bekommen. Ja. Hallo. Hallo, gute Besserung. Wird mit seinem Namen noch echt Probleme bekommen.
Spesen im Prinzip. Ja, das stimmt. Wenn Hops Hops genommen wird, Das ganz normale Auto bis 3,5 Tonnen. Nicht warm ist. Und alles drüber ist dann quasi LKW, also CE, nicht C und E, sondern CE. Guter Mann, es sind 28 Grad, natürlich ist warm. Wenn sie erkältet? Nee, ich lege den Schal gleich ab, aber ich kann meinen Spind nicht spinden. Okay, ach so. Trage ich das einmal ganz kurz. Muss ich gleich einmal mit der Kollegin reden, vielleicht bin ich gefeuert. Oh, das wäre äußerst schlecht. Ja. Sollte man mit ihnen vorher drüber reden. Ja, ich weiß, aber Alkaibenspind ist ein Namensschildchen von mir dran. Na, sie sind gefeuert worden, aber. Nee, das weiß ich nicht. Vielleicht bin ich gefeuert. Aber da ist kein Namensschildchen dran. Sind Sie denn ein guter Polizist? Natürlich, der beste Spezialeinheit. Na, dann können Sie ja auch nicht gefeuert werden. Naja, ich vielleicht wegen meinem Entzug. Was denn für ein Entzug? Raffaello. Oh, ich habe einen Koks-Entzug gemacht. Koks? Okay, ich hab... Ja. Sind Sie ein Verbrecher? Da wird sich dann ausbilden. Nein, ich bin die gute Seele von Los Santos. Bei Möglichkeit trotzdem... Ich glaube, wenn Sie mit Kokain zu tun haben, dann muss ich Sie in das Gefängnis stecken. Nein. Okay, ich habe doch mit Koks nichts zu tun. Hallo? Haben Sie eine gestopfte? Nee. Ich gebe Ihnen zwei Aktive für eine gestopfte. Julia, hast du eine gestopfte? Was ist eine Aktive und was ist eine gestopfte? Ich weiß sowas nicht. Aber wenn Sie wissen nicht, was der Unterschied zwischen einer Aktiven und einer gestopften ist. Nee. Sie wollen mich verarschen. Nee. Also. Aber Sie wissen schon, wie Sie sich morgens alleine die Hose anziehen oder macht das jemand anderes für Sie? Frau Katharina, haben Sie eine gestopfte? Ich gebe Ihnen zwei Aktive dafür. Was habe ich? Eine gestopfte. Ich möchte gerne. Was für Zigarette? Ja. Nichtraucherin, Entschuldigung. Was mit der blauhaarigen Frau? Haben Sie eine gestopfte? Nein, ich rauche auch nicht. Bedauerlich. Warum nicht? Das wird Ihnen stehen. Ich bin Medizinerin, ich weiß, was das anstellt. Dann wissen Sie ja von der heilenden Wirkung. Welche heilende Wirkung? Ja, die heilende Wirkung von Marlboro. Das hat eher weniger eine heilende Wirkung. Na, selbstverständlich. Gucken Sie mal, Camel zum Beispiel dürfen Sie nicht nehmen. Ja, das macht Ihre Lunge kaputt. Aber haben Sie schon mal wen mit dem Lungenschaden im Krankenhaus gehabt, der Marlboro geraucht hat? Ey, fragen Sie sich mal, warum. Von Camel werden Sie krank. Mein Problem ist, an die Zigarettenmarken kommt man so schlecht hier dran. Deswegen hatten wir allgemein noch nicht so wirklich Lungen, also deswegen Leute im Krankenhaus. Ich bringe Ihnen mal welche mit. Wegen Zigarren. Ist kein Problem. Ohne Steuerbanderole natürlich, vom Container gefahren. Na, also, legal, ich bin Polizist. Mit Steuerbanderole natürlich. Was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Olaf? Ja? Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Hast du keine neue Uniform? Ja, ich hab ein Problem, kommen Sie mal mit, Frau Katharina, ich zeige Ihnen mal was. Gucken Sie sich mal die ganzen Spinte an, ne? Okay. Nirgendwo steht mehr mein Name drauf. Wo war denn Ihr Name früher drauf gestanden? Hier. Ja, da steht jetzt Lou Graydon drauf, das stimmt. Bin ich gefeuert? Weiß ich nicht. Sie können doch nicht wen feuern, der eine Krankenschreibung hat. Wenn Sie sich noch einstempeln konnten, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass Sie gefeuert wurden. Ja. Vielleicht haben sie den einfach gebraucht. Wir können ja mal gucken, ob wir einen leeren Spind finden. Ja, nee, warten Sie, passen Sie auf. Wir machen das einfach anders. Moment. So, kann ich mal ganz kurz eine Brechstange haben, bitte? Dankeschön. Wäre der Bolzenschneider dann die leichtere Variante? Sie sind vom Fach. Kann ich einen Bolzenschneider haben, bitte? Dankeschön. So, können Sie mal kurz die Brechstange halten? Wollen Sie jetzt den Spind aufmachen? Ja, natürlich. Ich räume die ganze Scheiße da raus, damit ich meine Scheiße da reinlegen kann. Aber der gehört doch schon dem Kollegen. Nee, das war aber meiner. Da hinten hätten wir doch noch einen Spind frei. Wollen Sie den denn vielleicht beziehen? Ja, wir können ja das von dem, können wir ja da reinlegen. Was ist, also ich könnte ja sagen, wer hier einen Spind hat, dann nehmen Sie vorübergehend den, dann können Sie sich bei dem melden. Wollen Sie ein Hackfleischbällchen haben?
bin eigentlich gerade satt, ich bin hungrig, aber wenn sie, also ja, aber schon, ja. Nehmen Sie sich aus dem Schal raus. Ja, einfach das Umklappen vorne. Wie lange liegen die da schon? Die sind gezogen. Probieren Sie mal. Später. Ich heb die mir erstmal auf und die hier in meine Brotbox legen. Ja, das ist eine gute Idee. Ein Hackfleischbällchen muss man aufheben. Je länger das zieht, desto besser wird das am Ende. Also, das, Sie meinen, wir sollen das nicht aufmachen jetzt, oder was? Ja, mal gleich. Die Leitstelle wird gerade angerufen. Ja, kein Problem. Die Leitstelle ist SPD, wie können wir Ihnen weiterhelfen? Und dann lege ich das halt erstmal da vorne rein. Ja, ich schicke Ihnen gleich einen Kollegen. So, ich hab die neue gefunden. Eine Hose war da nicht dabei? Oh, die habe ich vergessen. Entschuldigung. Ist alles. Oh, guck sogar mit meiner Dienstmarke. Also scheinbar bin ich nicht rausgeschmissen. Nee, sieht gut aus. Wollen Sie denn gleich Ihren ersten Fall abhandeln? Das kommt ganz drauf. Ich habe noch nicht mal mein Funkgerät genommen. Was für ein Fall? Der steht nur davon am Dresden. Der möchte irgendwas. Ich weiß aber auch nicht genau. Ja, was. Ich finde das daraus geil. Ist das ein Verbrecher? Ja, Verbrecher nicht. Na, gucken wir mal. Like a real love, but it goes so.